Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um den April-Scherz, den Niantic hier veranstaltet hat mit Taubsi. Taubsi-Turbulenzen haben sie es genannt. Und das ganze Event war am 1. April von 13 Uhr bis 19 Uhr. Wer bei diesem Event von 13 bis 15 und von 17 bis 19 Uhr gespielt hat, wird eventuell mega enttäuscht gewesen sein, weil die Spawnrate war da von Taubsi niedriger. Das hatte aber bestimmte Hintergründe, wenn man ganz genau weiß, was hier passiert ist bei diesem Event, also so geschichtlich und Hintergrundinfos, dann weiß man, warum Niantic das so gemacht hat. Es ist halt blöd, dass Niantic das nicht vorher angekündigt hat und die Community, die geht halt um 13 Uhr nach draußen und geht spielen und denkt so, ja, das soll jetzt eine erhöhte Spawnrate sein, okay. Von 15 Uhr bis 17 Uhr war es richtig genial, da konnte man sehr, sehr, sehr viele Taubsi finden. Ich bin sogar erst um 16.30 Uhr nach draußen gegangen und bin trotzdem super zufrieden. Ihr werdet gleich sehen, wie viele Taubsi es gewesen sind. Das Wetter war sehr unbeständig, also man konnte wie nie vorher sagen, wann regnet es denn jetzt mal wieder. Und manchmal war es auch so, dass es dann immer nur kurz ganz heftig geregnet, also Schauer halt, ganz heftig geregnet hat und danach war es dann wieder vorbei. Aber es konnte aber auch sein, dass dann nach 5 Minuten dann schon wieder angefangen hat zu regnen und dann hat es wieder aufgehört und wieder angefangen, wieder aufgehört. Sehr nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die letzte Stunde, die ich unterwegs war, war wirklich sehr anstrengend. Die letzte Stunde war aber dann nach 19 Uhr. Ich habe nämlich noch die Münztasche holen müssen, weil ich sie vergessen hatte mitzunehmen. Und bin dann nochmal losgezogen, damit ich die Münztasche einsetzen kann. Ich habe auf jeden Fall sehr gut Erfahrungspunkte gemacht. Ich habe Glückseier angemacht. Versucht so gut es geht, einfach fabelhaft zu treffen. Gerade bei Taubsi ist das ja auch möglich. Dafür, dass ich erst um 16.30 Uhr quasi losgegangen bin, habe ich 272 gesehene Taubsi und 233 gefangen. An sich ist das auf jeden Fall eine super Zahl, also ich bin super zufrieden damit. Und ich habe sogar ein Shiny gesehen, nur leider konnte ich es noch nicht fangen. Dieses Taubsi habe ich in einer Feldforschung bekommen und ich war wirklich sehr überrascht. Ich war so überrascht, dass ich es nicht hingekriegt habe, den AR-Modus einzuschalten und wieder auszuschalten, um die Sterne vom Shiny nochmal zeigen zu können. Nee, stattdessen bin ich geflüchtet. Und wenn man bei einer Feldforschung flüchtet, landet das Pokémon im Stapel. Das Problem ist aber, in meinem Stapel sind viele, viele Pokémon drin, die ganz schön viel Sternenstaub geben können. Da ist auch ein Mushas drin, ich glaube auch ein Ohrdoch. Und das geht jetzt nicht. Ich muss erst warten, bis das passende Event kommt, damit ich mein Shiny Taubsi abholen kann. Und erst dann werde ich wahrscheinlich erfahren, ob das Pokémon 2 Sterne hat. Oder vielleicht doch noch 3 Sterne. Könnte knapp werden, ist nämlich ganz schön niedrig. Während meiner gestrigen Spielzeit habe ich 4 Pokémon mit XXL gefangen und 3 Pokémon mit XXS. Ich gehe da mal davon aus, Niantic hat das nicht hoch genug geschraubt oder ich hatte einfach nur Pech. Da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen, ob ihr das gleiche erlebt habt, ob ihr auch sagt, das war viel zu wenig oder ob das doch noch in Ordnung war. Ich bin gestern extra nach Offenburg gefahren, um Feldforschungen zu machen, so viele wie nur irgendwie möglich auf engen Raum. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Seit dem Fleckmon Community Day habe ich 199 Feldforschungen abgeschlossen. Das ist jetzt 14 Tage her und ich habe definitiv nicht jeden Tag 14 Aufgaben gemacht. Sonst wären es ja gestern nur 14 gewesen. Also es hat sich mega gelohnt, weil es war ja eine super einfache Aufgabe. Verschicke 3 Pokémon und man bekommt entweder Pokebälle oder Taubsi. Ich habe manchmal sogar tatsächlich dann die Aufgabe weggeworfen, weil ich schnell wieder zurück musste zum Bus und habe dann nur noch nach Taubsi-Begegnungen gesucht. Hier könnt ihr nochmal meine Statistik sehen, wie viele Erfahrungspunkte, besuchte Pokestops, gefangene Pokémon und Kilometer ich so aktuell habe. Außerdem habe ich gestern ein neues 100er ausgebrütet. Ein Gastella kam aus einem 5-Kilometer-Ei. Habe ich nicht aufgenommen, weil ich gedacht habe, das ist nur ein 5-Kilometer-Ei, egal. Ja, hätte ich es mal aufgenommen, aber nee, fand ich jetzt nicht so wichtig. Viel cooler ist jetzt, ein 100er Gastella im Beutel zu haben.
Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diesen 1. April so erlebt habt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ihr nicht gespielt habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, warum ihr nicht gespielt habt. War das Wetter zu schlecht? War das Event zu schlecht? Alles unten in die Kommentare. Ich bin super mega gespannt drauf. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!